So, esst ruhig weiter, lasst euch da nicht stören. Wir wollen es auch gar nicht künstlich heute Abend in die Länge ziehen. Aber es gehört sich einfach auch zu einem Abschluss eines Turniers, egal wie es ausgeht, Danke zu sagen. Ich möchte mich natürlich beim gesamten Trainerinnen-Team, bei Joti bedanken für auch jetzt gerade in den Momenten, wo es nicht schön ist, nicht lustig ist. Für die Unterstützung. Ja, ihr seid ein unfassbar großartiges Team. Ihr spürt Stimmung, ihr nehmt einfach mal jemanden in den Arm, wenn es gebraucht wird. Und das unabhängig von Erfolg oder Misserfolg. Und das ist echt großartig. Und ihr seid auch großartig. Und das lassen wir uns jetzt auch nicht von irgendetwas kaputt reden, kaputt schreiben oder in eine Selbstzerfleischung oder in eine nicht objektive Reflexion verändern. Ich kann nur noch mal sagen, daraus entsteht dann am Ende wirklich wahre Stärke und einfach die nächsten Schritte, die man gehen muss. Ich wehre mich einfach dagegen, dass wir jetzt alles, was im letzten Jahr angeblich so toll war und was wir wirklich, wirklich mit Fug und Recht und zu Recht angeschoben haben, als Vorbilder dazustehen, dass das jetzt kleingeredet wird. Und gerade weil wir Vorbilder sind, haben wir auch die Verantwortung und den Auftrag, mit sowas umzugehen, was uns jetzt eben getroffen hat, mit dem entsprechenden Misserfolg, mit dem entsprechenden Leiden. Und deshalb trifft es uns ja auch so sehr, weil wir das so lieben, was wir tun, und weil wir da so viel Energie reinstecken und weil wir da so viel Herzblut reinstecken. Und weil es extrem kräftezehrend ist, wenn man sich dann auch nicht dafür belohnen kann. Also aus tiefstem Herzen wirklich Danke an alle, die hier sind. Ich mag euch alle echt gerne. Dankeschön. Wir haben die Fragen jetzt aufgenommen, die wir uns stellen in der Analyse. Die haben wir gesammelt. Die werde ich in 2, 3, 4, 5 Tagen mir anschauen, werde mir meine Gedanken dazu formulieren, werde meine Sichtweisen dazu formulieren. Und dann haben wir uns vereinbart, dass wir in knapp 2 Wochen zusammenkommen mit dem Trainerinnen-Team, mit Joti, und dann in diese Analyse gehen. Und die dann hoffentlich dazu führt, dass auch wir vielleicht ein paar Fragen mehr beantworten können und auch für uns mehr beantwortet werden. Und vor allen Dingen auch dazu führen, dass wir all das, was wir jetzt hier erlebt haben, nutzen können, um daran zu wachsen. Vielen Dank.